Widerstehe. Du bist im Widerstand. Das heißt, du bist ein Rebell. Na ja, gut. Formulierungsprobleme. Ui, auch ganz viele, ganz viele Kübersteinchen wieder. Aha. So, was machen? Nein. Nein. Wie komme ich an den ran? Ich habe, glaube ich, eine... Ich hab, glaube ich, eine Idee. Wow. Oh, Mann. Also, Finn... Also, der Gestell... So. Hier mal ganz hoch nach oben. Vielleicht... Nee. Wie komme ich an den ran? Hm. Huh. Hoch da. Oh, so, Wo geht's da hoch? Achso, ich glaube, da oben war ich ja schon bei dem Widersteher. Danke. Moment, ich gucke mir das mal... Okay, so allzu groß ist das nicht, aber es hat mehrere Ebenen. Wie es gerade aussieht. Es besteht wohl aus mehreren Ebenen, dieses ganze... unterirdische... Minenwesen. Boah. Holy moly. Oh. Diese Jedi haben mich früher ständig hoch und hoben mich ständig hoch und warfen mich in der Gegend herum, wie einen Nunaball. Lausige, robentragende Wookie-Treiber. Sag ihnen nicht, dass ich das gesagt habe. Sie würden mich wahrscheinlich mit Hilfe ihrer Gedanken ins All katapultieren. Bist du hier, um das glänzende Ding mitzunehmen? Ja. Ich weiß nicht, wer es dahin getan hat, aber die günstigste Stelle ist das nicht. Ja, nee, schon klar. Aber wie komme ich da am besten ran? Das ist wieder die nächste Frage. Wie komme ich da am besten ran? Das kriegen wir aber noch raus. Ah, hier ist auf jeden Fall etwas, was ich haben möchte. What? Au, Moment. Ich muss das... Ich kann das mit der Macht ändern. Wenn ich jemanden mit der Macht habe... Dann geht das. Dann muss ich das nur ein wenig verschieben und schon geht es. Oh, Wookie! Hallo nochmals, Mitreisender. Newsflash, das weiße Zeug hier auf dem Boden ist gar kein Schnee, sondern Salz. Also doch keine Schneeballschlachten. Ich glaube, die Leute würden lieber keine Salzklumpen an den Kopf geworfen bekommen. Wir haben den nächsten wandernden Wookie gefunden. Und da oben ist das etwas, was ich auch haben möchte. Nur die Talentiertesten können ihre Wurfhaken aus der Luft abfeuern, um die höchstgelegenen Vorsprünge zu erreichen.
Ich gehöre übrigens nicht zu denen. Ich traue mich noch immer nicht, meinen Wurfhaken ohne Stützräder zu verwenden. Was? Okay. Oh, oh, oh. Ich verstehe. Hochspringen und im richtigen Moment B drücken, um an die, um dort oben an die Datenkassette, an die Datenkarte ranzukommen. Das will ich versuchen. Das versuche ich jetzt, bevor ich gleich erstmal zu Poe gehe. Moment. Hier hoch. Am besten Doppelsprung, dann komme ich nämlich schön weit und schön hoch. Ja! Oh ja! Von 19. Yes! Was können wir denn machen? Was können wir denn nehmen? Datenkarten, da. Portkumpel, Baguette-Lichtschwerter, der TV-Modus ist doof. Hologramm-Modus, spielbare Charaktere und Schiffe sehen wie Hologramme aus. Okay, Retro-Modus, GNK-Bürger, Nuschel-Modus, kennt man eigentlich. Witzige Waffen. Blaster und andere Fernwaffen werden durch alberne Gegenstände ersetzt, aber funktionieren wie gewohnt. Regenbogeneffekte? Bestimmte Angriffseffekte werden durch glitzernde Regenbogen ersetzt. Hui. Kantinamusik, große Köpfe. Piu, piu. Das kennt man. Wie wär's mit den Regenbogeneffekten? Das fände ich, glaube ich, lustig. So. Lass uns das mal angucken. Wird ja, ist ja vielleicht witzig oder so. So. Dann mal mit Poe weiterreden. Streusalz in die Wunde. Wie können wir helfen? Wir müssen ein Notsignal an unsere Verbündeten im Outer Rim senden. Falls wir noch Unterstützer haben, heißt es jetzt oder nie. Hm. Kannst du die alte Radarschüssel reparieren? Sieht ziemlich verbeult aus. Alles klar. Setze das Rot nicht. So, Notsignal. Wir einen Verteidigungsplan schmieden. Wupp, wupp. BB-8 ist so süß, ey. Enttäuscht. Ich komme nicht an die Schüssel ran, BB-8. Gibt es hier irgendwas, womit wir ihn da hochbefördern können? Ja. Yep. Ja, mitten auf Finn draufgefallen. Genau. So, wartet mal. Jawoll. So wird's. So wird ein Schuh draus. So, BB-8. Komm mal her. Hui. Süß. So. Dann lass mich mal gucken. Und fertig. Hey, du hast die Schüssel repariert? Das ist ja toll. Kannst du mir helfen, das Ding hier unten einzuschalten? Hm? Wo? Was? Was? Unten einschalten? Moment. Das... Unten einschalten? Ach, guck mal. Also wirklich, wie oft hat Admiral Akbar die Neuen vor Fallen gewarnt? Dass sie immer noch wie blinde Hühner in sie hineintappen, ist eine Schande für sein Vermächtnis. Tut mir leid. Ich bin eben ein Riesenfan des Admirals, ja? Und ich denke, er würde es sehr zu schätzen wissen, wenn wir diese Frischlinge aus den Fallen befreien würden. Ja, aber jetzt nicht. Akbar wäre stolz auf euch. Ja, aber jetzt nicht. Jetzt werde ich euch ihre Notsignale übermittelt. Sieht aus, als wären diese Anfänger in jede nur erdenkliche Falle getappt. Mhm. Ihr werdet ein wenig rumreisen müssen. Ja, super. Das waren viele Fallen. Der beste Ausspruch von Admiral Akbar. Das ist eine Falle. Wir müssen das Notsignal schnell aussenden, aber die Schüssel hat keinen Strom und ist falsch ausgerichtet. Aha. Ja, klar. So, dann gib schätze, mal her das etwas Ding. Strom von dem da abzwacken. Der macht sowieso nicht viel. So. Und es läuft. Weißt du auch, wie das Ding funktioniert, jetzt wo wir es eingeschaltet haben?
Nö. Ich habe das Handbuch auf der Redis gelassen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So. So. Und so. Fertig. Es funktioniert. Wir haben es geschafft. Tolle Teamarbeit, Leute. Das Notsignal wird gesendet. Und wenn niemand antwortet? So ein Blödsinn. Ich habe da keine Bedenken. Nee, nee, nee. Das wird schon funktionieren. Das wird schon richtig funktionieren. Finn, komm hierher. Das musst du dir ansehen. Ich muss jetzt mal gerade... Wo ist er denn? Wo ist denn Poe? Ach, da runter? Wo ist er? Hä? Ach. Was hat er vor? Oh, nee, da komme ich nicht ran. Ich brauche Jedi. Da lang. Nein, da lang, da lang, da lang, da lang. Streusalz in die Wunde. Los geht's. Wir müssen uns um das Geschütz kümmern. Oh oh, diese AT-ATs sind viel böser. Blaue Milch? Oh oh. 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 Medipack! Ich brauche Medipack! Sie hat's ziemlich erwischt. Luke. Es tut mir leid. Ich weiß. Ich bin nur froh, dass du hier bist. Jetzt am Ende. Oh. Damit wir überleben können. Folgt mir. Schüler gegen Meister. Bist du zurückgekehrt, weil du mir vergeben willst? Weil du mich retten willst? Nein. Er ist nicht wirklich da. Dein Durchhaltevermögen ist fast bewundernswert. Unglaublich frustrierend. Oh Gott, ich muss richtig reagieren. Oh oh. Oh oh, Hux. Oh Gott, oh Gott. Ha ha.